Der libysche Regierungschef Fayez al-Sarraj ist in Brüssel für Konsultationen mit Ratspräsident Michel, Deutschlands Außenminister Maas, dem Außenbeauftragten der EU Borrell und dem Präsidenten des Europaparlaments Sassoli eingetroffen. Rund um den eskalierenden Konflikt ist eine hektische Reisediplomatie ausgebrochen. Der russische Präsident Putin und sein türkischer Kollege Erdogan haben sich in Istanbul auf eine Waffenruhe in Libyen verständigt. Am Wochenende wird Bundeskanzlerin Merkel nach Moskau fliegen, um mit Wladimir Putin eine in Berlin geplante Libyen-Konferenz voranzubringen. Die den Osten des Landes kontrollierende sogenannte libysche Nationalarmee unter General Khalifa Haftar versucht, die international anerkannte libysche Regierung zu stürzen. Unterstützt wird sie von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Türkei wiederum unterstützt Sarraj inzwischen auch mit Truppen. Die EU befürchtet, dass wegen des ausländischen Eingreifens ein Stellvertreterkrieg wie in Syrien einsetzt.